In dem heutigen Video möchte ich ganz kurz mit dir einen Teil meines Prozesses teilen. Und zwar beschäftige ich mich im Moment mal wieder mit Landschaften, abstrahierten Landschaften, die sehr aus dem Prozess, aus dem Malprozess entstehen. Also ich male nicht von einem Foto, ich male nicht von der Realität und dennoch tauchen bei mir im Malprozess immer diese Landschaften au auf. Das ist einfach ein Thema, was mich schon immer beschäftigt hat und mal beobachte ich mehr die Landschaften, das heißt, ich male dann konkret von einer konkreten Landschaft oder ich lasse mich einfach auf diesen Malprozess ein. Und dieses Video heißt Malen zwischen Beobachtung und Improvisation. Und ich möchte dir einfach ganz kurz einen Einblick geben, wie du das vielleicht für dich auch in deiner Praxis einbeziehen kannst. Das Problem, wenn wir eine Landschaft beobachten, dann können wir nicht so loslassen, weil wir dann natürlich in der Beobachtung sind und in der Kontrolle. Beobachtung bedeutet immer wieder Kontrolle. Ist das, was ich sehe? Habe ich das auch gezeichnet? Sind die Tonwerte richtig? Sind die Proportionen richtig? Also wenn ich beobachte, dann muss ich mich wirklich emotional ein bisschen zurückhalten und muss meine Werkzeuge auch kontrollieren. Das ist das ganze Geheimnis des Zeichenlernens, dass du in der Lage bist zu beobachten und dass dein Stift dann das tut, was du siehst. Das ist ein wunderbares Training, das kann ich dir ganz dringend empfehlen. Aber es wird dich nicht immer befriedigen, so kontrolliert zu arbeiten. Du möchtest nämlich auch deine malerischen Qualitäten verbessern. Das heißt, du möchtest nicht deine ganze Malerei über Kontrolle laufen lassen, sondern auch über den Loslasskanal. Also das Loslassen bedeutet, dass deine Malerei eine Pinselschrift bekommt, ja, und dass du auch offen bist für Zufälle, die entstehen, wenn die Farbe sich auf der Leinwand vermischt. Und das ist der Teil Improvisation. Und ich möchte dir heute einfach ganz kurz zeigen, wie du das vielleicht verbinden kannst, wie du auch hin und her gehen kannst zwischen Beobachtung und Improvisation. Manche Bilder entstehen rein aus der Improvisation, dann schöpfst du aus deiner inneren Bilderquelle. Ja? Du hast ja die Landschaften in dir. Es gibt übrigens ein Zitat von Joan Mitchell, die sagt, ich habe meine Landschaften in mir. Joan Mitchell hat sich auch sehr, sehr inspirieren lassen durch Landschaften und dennoch hat sie sie nicht abgebildet, sondern sie hat praktisch ihre innere Reaktion auf diese Landschaften durch gestische Malerei dargestellt. Das jetzt nur so eine kleine, in Klammern gesprochen. Also manche Bilder gelingen einfach so, ohne dass du etwas visuell vor dir hast. Aber bei manchen Landschaften hapert es am Realismus. Die haben dann keine Tiefe oder die wirken nicht wirklich überzeugend. Und das merkst du selber, wenn du vor deinen Bildern stehst, wenn die sich so ein bisschen verkrampft anfühlen und wenn du merkst, irgendwas stimmt da nicht. Und in dem Moment würde ich dir empfehlen, ein bisschen Recherche zu betreiben und dir Landschaften anzugucken, konkrete Landschaften. Ich musste schmunzeln, ich war bei meinen Malaktionen, diesen Schütt-Schütt-Bewegungen, die ich immer wieder auf meiner Leinwand gemacht habe. Du siehst ein bisschen was davon im Hintergrund. Das ist eine größere Leinwand, auf der ich gerade arbeite. Und dann kam dieses Foto als Bildschirmschoner oder ja, irgendwie in einem Browser kam das einfach, diese Landschaft. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Mich hat es ein bisschen an Madeira erinnert, weil ich dort mal war. Und da gibt es auch diese zerklüfteten Buchten und so. Und eigentlich ist das genau das, was ich gerade male. So, was ich heute kurz zeigen will, ich werde meine Malaktion ein bisschen auf Speed stellen, damit es nicht so lange dauert. Ich habe jetzt schon so lange geredet. Ich möchte dir einfach ganz kurz zeigen, also wie du zeichnerisch daran gehen kannst über die Beobachtung und wie du das dann vielleicht durch eine improvisierte Malbewegung, also auch durch Loslassen erfassen kannst. Dann bekommt deine freie Malbewegung trotzdem hat einen Rückhalt, ja, in der Realität und ist dann nicht einfach so ausgedacht. Weil du wirst überrascht sein, man merkt es deinen Landschaften an, ob sie aus der Beobachtung gespeist sind. Die Beobachtung ist selbst bei abstrahierten Landschaften ganz, ganz wichtig. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich schwenke jetzt rum auf die Arbeitsfläche.
Also das Erste ist, ich habe also vor mir diese Landschaft. Ich habe hier einfach ein Papier, was ich ein bisschen grundiert habe. Und dann fange ich das an einzuskizzieren. Locker. Wenn du von der Natur zeichnest, dann werden deine Formen interessanter, weil du deine Wahrnehmung, deine Beobachtung speist mit echten Informationen. Also du denkst dir das Ganze nicht einfach nur aus. Oft ist unsere Fantasie nämlich gar nicht so abwechslungsreich, sondern wir fallen dann immer auch ganz leicht in so stereotype Darstellungen. Also auch wir haben dann eher langweilige Kompositionen, weil wir wirklich nicht direkt vor dem Modell gesessen haben. Und deswegen würde ich dir wirklich empfehlen, immer mal wieder aus der Beobachtung zu malen. Und wenn du abzeichnest, dann brauchst du bei weitem nicht alles zu zeichnen, was da auf dem Foto zu sehen ist. Du kannst es verändern. Das geht eigentlich eher darum, dass du dir Informationen holst für dein Bild. So, und das ist jetzt eine Linienzeichnung, die kann ich natürlich noch verbessern, aber das ist in etwa das, was ich jetzt hier vor mir sehe. Und wenn ich, jetzt ist das ja flächig, ja, und wenn ich jetzt noch die Dreidimensionalität rausholen will, dann muss ich gucken, dass ich bei den Klippen diese Kanten irgendwie mit erwische, ja, also diese Abbruchkanten. Und das wird nachher auch wichtig sein, um das Hell-Dunkel, wenn du nachher malst, um ein Hell-Dunkel hinzukriegen, was irgendwie spannend aussieht. Das kann man alles auch vereinfachen. Es geht jetzt hier in dem Video vor allen Dingen darum, dass ich dir so vom Prinzip zeige, wie das funktioniert. Also wenn ich jetzt beginne praktisch dieses hier, meine Abbruchkante zu sein, also meine wirkliche Klippe, und diese andere Fläche, die ist mein Land und das wird dann eher eine Helligkeit. Und hier hinten ist das auch so. Das Zeichnen braucht einfach ein bisschen Zeit. Nimm dir die Zeit ruhig zwischendurch. Was ich auch mache in dieser Zeichenphase, dass ich mir die Richtungen, also es gibt ja hier bei dieser Abbruchkante, bei den Klippen gibt es diese Richtungen. Und das hilft mir, diese Dreidimensionalität von diesem Raum zu erfassen. Das können nachher diese Richtungen, die ich mir hier so einzeichne, das kann nachher ein Pinselstrich sein, der in diese Richtung geht. Das kann eine Schüttung sein, die in diese Richtung geht, weil das sind richtungsgebende Formen eigentlich, ja, wo du drauf achten kannst. Und wenn du das so ganz vereinfacht vorzeichnest, dann siehst du auch die Zickzack-Bewegungen, alles, ne? Also, dass du nicht einfach nachher so Buchten machst, die einfach immer weich sind, sondern es gibt eben auch hier zerklüftete Stellen und das macht das Ganze nachher interessant. Also das meine ich wenn ich sage, dass du dir Informationen holst aus der Realität, die interessanter sind als das, was du in der Fantasie einfach nur siehst. Also die Fantasie ist manchmal gar nicht ausreichend, es sei denn, du hast diese Landschaft schon ganz oft gezeichnet, ganz oft dich damit beschäftigt. So, ich male jetzt mal hier nicht weiter, weil das soll ja nur so ein kurzes Video sein. Und dann will ich noch einfach mal dir den Anfang zeigen, wie das aussehen könnte jetzt. Die Massen hier oben vom Himmel habe ich noch gar nicht gemacht, aber die Richtung habe ich mir angedeutet. Also es gibt hier gibt ganz viele Diagonalen hier. Ja? Gut. Wenn ich großflächig arbeite, dann arbeite ich natürlich mit einem großen Werkzeug. Und in diesem Fall, weil das nicht so groß ist, male ich jetzt einfach mal nur mit so einem Pinsel. Und der Teil jetzt, der Improvisation, der würde bedeuten,
dass du dir das merkst, was du hier gemacht hast und sehr großzügig anfängst, hier reinzumalen, selbst wenn du das wieder verlierst. Also es gibt natürlich eine klassische Malweise, bei der würde es jetzt darum gehen, wirklich Schicht um Schicht hier Farbe aufzubauen, aber ich wollte dir eigentlich zeigen, wie du wirklich ganz frei wieder plötzlich hier werden kannst. Das kann ich in der Kürze des Videos nicht so ganz demonstrieren, aber ich hoffe, dass es dir. Es sieht dann am Anfang immer sehr. Es sieht so aus, als würde ich alles eigentlich kaputt machen, meine Zeichnung kaputt machen, aber ich will ja Spuren schaffen. Also improvisiert arbeiten heißt eigentlich, dass man die malerischen Mittel auch ein bisschen machen lässt, ja? Es ist eine Balance. Also auf der einen Seite, habe ich ja eingangs schon gesagt, ist die Kontrolle und auf der anderen Seite ist das Loslassen. Und im besten Fall kannst du das im Malprozess beides miteinander verbinden. Also, dass du die Kontrolle immer wieder abgibst ein bisschen und dass du sie aber auch wieder zurückholst. Denn wenn alles nur eine Schüttung ist, dann ist es eigentlich ein bisschen langweilig, das Bild, ne? Also dann fehlt dem Bild eine Kontur oder eine Form. Das heißt, immer wenn es zu langweilig wird, musst du vielleicht auch mal wieder ein bisschen was wegmalen, was kontrollieren. Ich habe meinen Arbeitsplatz heute nicht so perfekt hier eingerichtet. Ich bin gerade so ein bisschen am Rudern mit den Farben, weil ich habe heute Vormittag gemalt und habe hier noch ganz viel Farben übrig. Ich will gar nicht so viel Neues nehmen. Also hier jetzt zum Beispiel diese Bewegung. Ja, ich folge eigentlich der Bewegung von diesem Abhang, aber ich kümmere mich nicht darum, dass die Farben alle richtig sind und stimmen. Ich nehme jetzt einfach gerade das, was ich hier habe und lasse meinen Pinsel auch ein kleines bisschen so frei. Die Freiheit ist das, was uns eigentlich Spaß macht, aber es macht uns keinen Spaß, wenn alles praktisch wie so ein Einheitsbrei wird, ja? Und solche Schüttbilder, die entstehen ja auch aus vielen Schichten. Das ist nicht so, dass das einfach mal hingeschüttet wird und dann stimmt es gleich. Also ich kann auch wirklich solche Sch Bereiche erstmal einfangen mit einem Farbton. In der ersten Schicht, die ich jetzt mache, ja, da ist sowieso eigentlich alles erlaubt oder da kannst du dich total austoben. Nachher fangen wir dann wieder an, ein bisschen die Form rauszuholen, ja. Es geht auch nicht bei diesem Malen einfach darum, dass es möglichst schnell fertig wird, das Bild. Es geht eigentlich eher darum, dass du dir Zeit nimmst, das Bild peu à peu aufzubauen sogar. Also man denkt manchmal, dass diese schnelle Art oder diese improvisierende Art zu malen bedeutet, dass das Bild ruckzuck fertig ist und dass es keine Mühe macht. Und das sind auch irgendwie falsche Vorstellungen, weil diese Schichten brauchen zwischendurch Zeit zum Trocknen. Und dann entstehen wunderbare Lasuren zum Beispiel. Also jetzt für das Video, was nicht länger werden soll als 10 Minuten, kann ich das Bild natürlich nicht in Schichttechnik weitermalen. Und dann geht es auch nicht unbedingt darum, dass du das Foto dann genau abmalst. Das darf sich beim Malen wieder irgendwie auch anders entwickeln. Das ist völlig in Ordnung. Aber du hast dann irgendwie wie einen interessanten Bildaufbau einfach mal gemacht. Bei mir in der Kunstakademie haben wir neulich eine Malsession gehabt. Die habe ich schlampig malen genannt. Schlampig malen, also auch ein bisschen provozieren für alle die so ein bisschen Kontrollfreaks sind und die
gerne freier malen möchten, also die auf diesem Spektrum sind, eher zu eng und zu befangen zu sein. Da habe ich dann extra so eine Malsession gemacht, schlampig malen. Das ist nicht, dass ich ein Verfechter von schlampig malen allgemein bin, aber es ist auf jeden Fall aufregender als für mich, muss ich sagen. Es gibt ja keine Allgemeinheiten da, jeder ist da anders. Die Hyperrealisten finden das einfach aufregend, wenn es sehr, sehr genau ist. So sind wir einfach alle anders. Und ich finde es malerisch einfach spannend, was jetzt passiert, wenn ich dieses Bild, also wenn ich die Helligkeiten versuche hier rauszuholen. Ja, also das Video sollte dir jetzt nicht diesen ganzen Malprozess zeigen, das würde zu lange dauern. Es soll dir zeigen, wie du hin und her gehen kannst zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Also die improvisierte Malweise, so wie ich jetzt male, das geht ja eher in Richtung Abstraktion. Und das muss aber auch wie unterfüttert sein, weil sonst kann es sein, dass du nicht so ein Ergebnis bekommst, wie du es dir möchtest, wie du es dir wünschst. Also selbst losgelöste Farbe, also lockere Farbe, wie man es nennt, oder verschmiert oder verwaschene Farbe, ja, diese Farbe, es muss trotzdem irgendwie eine Dreidimensionalität geben und der Bildaufbau muss irgendwie stimmen. Also du siehst, dass ich jetzt hier, dass das Bild eigentlich jetzt schon so ein bisschen nach vorne kommt, bei weitem noch nicht beendet, aber ich wollte dir ja vor allen Dingen hier mit ein bisschen Mut machen, ja, so ein bisschen hin und her zu switchen zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Ich finde das sehr, sehr spannend, aufregend. Zumindest kannst du das immer zwischendurch mal ausprobieren, deine Malerei freier werden zu lassen dadurch. Ja, und wenn du mehr erfahren möchtest über meine Kunstakademie, dann kannst du gerne dich an mich wenden oder in der Beschreibung unter dem Video findest du immer alle Informationen. Ja, das war jetzt wirklich ein Schnellschuss. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Malen zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion. Wechsel einfach, so wie es für dich gut ist. Manche fangen gerne mit der Gegenständlichkeit an und abstrahieren dann peu à peu, also immer so schrittweise. Und andere stürzen ins Bild und holen dann die Gegenständlichkeit danach ein bisschen raus, ja? Also, und jeder hat auch so einen anderen Geschmack da, wo er landen will, ja? Manch einer möchte wirklich ganz in der Formauflösung landen und die anderen möchten wirklich wieder gerne zurück in den sicheren Hafen der Gegenständlichkeit. Finde das einfach für dich selber raus. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst für dieses Video. Wenn du meinen Kanal abonnierst, das unterstützt meine Öffentlichkeitsarbeit auf YouTube, hilft mir als Künstlerin gesehen zu werden. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und wenn du mehr über meinen Unterricht erfahren möchtest, dann schau einfach in die Beschreibung unter dem Video. Da findest du verschiedene Links und da kannst du dich eintragen für mein Newsletter, wenn du meine Workshop-Angebote bekommen möchtest. Vielen Dank und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Malen. Bis bald.